kleiner Superspreader. Ja, genau du. Ganz genau du bist gemeint. Denn auch du bist jetzt ein Superspreader. Endlich haben wir dich jetzt bei den Eiern bzw. bei den Eierstöcken. Wir haben nicht nur euren Kindern die Kindheit geraubt, die in Masken verhüllte, leblose Gesichter blicken müssen und sich dadurch traumatisiert fehlentwickeln werden hin zu charakterlosen und willenlosen Zombies. Und wir haben euch nicht nur die frische Luft zum Atmen geraubt, die ihr nur noch gefiltert durch eine Gesichtswindel inhalieren dürft. Nein, das ist bei weitem noch nicht alles. Denn in Zukunft sagen wir dir, ob du und wann du mit deiner Sklavenmaske deine Wohnung verlassen darfst und für wie lange. Wir werden dir vorschreiben, wohin du gehen darfst und mit wem du dich, wenn überhaupt, treffen darfst. Natürlich sollst du dich einer anderen Person nicht näher als auf eine Distanz von 2 Metern nähern dürfen, sozusagen 2 Armlängen Abstand. Wir werden dir auch bald vorschreiben, wann du deine Sklavenmaske absetzen darfst, um etwas zu essen oder zu trinken von den sogenannten Lebensmitteln, die wir ebenfalls verfälscht und vergiftet haben. Vielleicht werden wir globale, einheitliche und feste Essenszeiten für euch Superspreader einführen, wo ihr für wenige Minuten eure Sklavenmaske abnehmen dürft, wenn die Sirenen heulen und die ihr wieder aufsetzen müsst, wenn eure Fresspause zu Ende ist, welches wir euch ebenfalls durch ein Sirenensignal ankündigen werden. Wir können jederzeit und allerorts für dich eine Quarantäne anordnen und dich in deiner Wohnhaft einsperren, solange es uns beliebt. Und solltest du dich nicht an unsere Spielregeln halten, werden wir dich hart bestrafen, du Maskensklave oder Maskensklavin. Als erstes werden wir deine ganze Habe rauben, durch astronomisch hohe Bußgelder, die wir dir auferlegen werden. Bußgelder, die so hoch sind, dass du sie niemals bezahlen kannst. Und solltest du immer noch widerspenstig sein, werden wir dir deine Kinder wegnehmen, damit dein Ungehorsam sich nicht auf sie ausbreiten kann. Denn indoktrinierte Kinder sind unsere Lieblingsspeise und unsere Mustersklaven der Zukunft. Und sollte dies alles nicht wirksam genug sein und solltest du immer noch einen eigenen Willen verspüren und widerständig sein, werden wir dich auf unbestimmte Zeit wegsperren mit der Begründung, du könntest ja andere infizieren, was eine schwere Körperverletzung darstellt, du Superspreader. Vielmehr könntest du andere Maskensklaven mit dem Geist der Aufmüpfigkeit infizieren, was für uns noch schlimmer wäre. Deswegen gehörst du in ein Arbeitslager, wo du rund um die Uhr sinnlose Arbeiten verrichten müssen wirst, damit auch der letzte Funke Eigensinn in dir erlischt. Willst du das? Nein? Dann sag auch.
Well, what happens to them? Don't stand there like fatted cattle, will you? Answer me!